Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wie ihr sehen könnt, bin ich heute draußen im Wald und es hat tatsächlich geschneit und das in Wien. Wir können uns gar nicht fassen. Arthur liebt den Schnee und generell Waldausflüge und wir haben gedacht, wir nehmen euch heute einfach mal mit und zeigen euch so, wie wir hier rumlaufen. Einfach nur spontan, vielleicht gibt es auch noch was Lustiges zu sehen. Kommt einfach mit! Mit lustig meine ich übrigens nicht die Art und Weise, wie ich rumlaufe. Das sieht zugegebenermaßen manchmal auch ganz lustig aus, aber liegt tatsächlich an einem kaputten Knie auf der linken Seite. Und solange ich mich nicht hinpacke, ist es ja auch okay. Ich laufe einfach etwas bescheuert. Also die Gegend, wo wir uns hier befinden, ist der sogenannte Pappelteich. Ihr seht jetzt keinen Teich, weil wir ein bisschen ab vom Schuss sind, weil da sind ungefähr tausende Kinder, Spaziergänger, im Sommer auch gerne Radfahrer. Ist im 23. Wiener Gemeindebezirk ein super schönes Naherholungsgebiet und man kann da auch super mit dem Hund rumlaufen. Generell sind die Leute dort super entspannt, seid trotzdem sehr respektvoll gegenüber anderen Spaziergängern und achtet darauf, auf den vorgegebenen Wegen zu laufen und nicht irgendwie mitten in den Wald reinzustolzieren. Es gibt auch noch das ein oder andere Wildtier auch in Wiens Wäldern und die möchten auch ihre Ruhe haben. Im Winter ist es auch super, mit euren Kindern spontan Schlitten zu fahren oder Bob zu fahren, wenn es Schnee hat wie jetzt. Und der Schnee ist gerade richtig super, das heißt, ihr könnt auch einen Schneemann bauen oder einen Schneeball machen und den Kameramann abschießen. Der Kameramann war nicht begeistert. Außerdem könnt ihr hier in der Schießstätte einkehren. Das ist ein Gasthaus. Man kann da zu Fuß super easy vom Parkplatz in 30 Minuten hingehen. Ist jetzt eine sehr familienfreundliche Runde, würde ich sagen. Das schafft ihr ohne große Kondition. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen kleinen Einblick bekommen, dass man auch in Wien ein Winter-Wonderland finden kann. Ja, es ist tatsächlich noch das Stadtgebiet von Wien. Also super schön und wie ihr sehen könnt, Arthur liebt ausgedehnte Spaziergänge. Wir versuchen tatsächlich auch sehr oft mit ihm rauszufahren hier und ihm auch genügend Freiraum und spaßige Aktivitäten zu bieten. Das heißt, ihr könnt sehen, Arthur sitzt nicht nur mit mir vor der Kamera, sondern wir sind auch wirklich richtig viel draußen unterwegs. Für all diejenigen unter euch, die schon sehnsüchtig auf neue Basteltipps oder DIYs allgemein warten, wir arbeiten natürlich schon an einem neuen Video für euch. Das kommt auch demnächst online. In der Zwischenzeit lasst uns gerne wissen, ob ihr auch mehr so Abenteuer aus dem Alltag sehen wollt, ein paar Vlogs von uns sehen wollt und lasst gerne auch ein Abo da, damit ihr nichts mehr verpasst in Zukunft. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Winter. Genießt das bisschen Schnee, das wir hier in Wien haben. Vielleicht ist es bei euch zu Hause ein bisschen besser oder ihr habt generell mehr Winter als in Wien. Hier muss man wirklich jeden Tag nutzen, wo noch so etwas Schnee liegt. Wir fahren jetzt nach Hause und sehen euch dann bei einem neuen Video von uns wieder. Macht's gut!